So, okay, jetzt sollte Ton auch wieder funktionieren. So, Test 1, 2, 1, 2. Ja, okay, super, dann machen wir hier direkt weiter. Also ganz kurz, ja, die Rohstoffindizes, kleiner Blick auf den CRB. Der ist hier an ein ganz, ganz wichtiges Level gelaufen, hier oben bei 2730 ungefähr. Das sind diese letzten Tiefs hier aus dem Mai 2019 und aus dem August 2019. Da sind wir hier im Juni schon mal rangelaufen an das Level, haben dann hier 4 Wochen abverkauft und sind jetzt hier seit 1, 2, 3, 4, 5, 6 Wochen im Prinzip seitwärts an diesem Widerstandslevel gelaufen. Und in der letzten Woche kam hier sehr, sehr dynamisch der Ausbruch nach unten. Das ist natürlich total ungünstig. Das muss sich jetzt zeigen, ob das nur ein schneller Spike war, der auch schnell wieder hochgekauft wird, dass wir nachhaltig wieder über 2700 gehen können. Vorher ist es tatsächlich so, dass wir Schwierigkeiten kriegen könnten mit Long Trades, die wir allgemein in den Rohstoffen aufbauen. Ja, bei mir ist es auch tatsächlich so, wenn wir uns nachher ein bisschen die Signale anschauen, die ich so gekriegt habe, dann sind das überwiegend Short-Signale. Und da ist eben einer der Gründe, dass wir hier oben an diesem Widerstandsbereich gescheitert sind und doch deutlicher abverkauft haben. Ja. Das Ganze gucken wir uns auch in Thomson Reuters nochmal an. Und da ist einfach die Gewichtung ein bisschen anders. Ja, da sind die Energiewerte ein bisschen anders gewichtet. Dementsprechend ist der Index doch etwas höher gelaufen. Ja, der ist also über diese alten Tiefs hier drüber gegangen. Aber auch hier nichtsdestotrotz ein ganz, ganz wichtiges Widerstandslevel, was hier angelaufen worden ist. Ja, nämlich hier oben diese alten Hochs aus dem Dezember, Januar, von Anfang des Jahres. Und dann kam ja hier dieser große Corona-Crash, der sich tatsächlich in alle Asset-Klassen übertragen hat. Da sind nicht nur die Aktien abverkauft worden, da sind auch die Rohstoffe abverkauft worden. Dementsprechend ging das hier auch sehr, sehr dynamisch nach unten. Ja, jetzt haben wir eine Bewegung gesehen hier auch im Rohstoffindex, der ähnlich gelaufen ist wie in den Aktienindizes. Ja, wir sind also hier jetzt bis quasi kurz vor dieses Vor-Corona-Niveau gelaufen und sind auch hier jetzt wieder ein bisschen deutlicher abverkauft worden. Ja, das ist der Wochenchart. Und das, was wir jetzt auf dem Wochenchart hier sehen, ist, so, ich zeichne das mal kurz hier rein. Das, was wir jetzt auf dem Wochenchart hier haben, ist der Beginn eines Abwärtstrends. Ja, wir haben hier fallende Hochs, fallende Tiefs auf dem Wochenchart, das Abwärtstrend. Und auch das spricht dafür, mit Long-Positionen einfach ein bisschen vorsichtig zu sein im Moment. Und vielleicht, wenn sich diese Bewegung hier nach unten fortsetzt, die Short-Position noch durchaus etwas größer zu gewichten. Ja. Okay, ich zeige euch vielleicht erstmal kurz, bevor wir auf Kupfer gehen, mal die aktuellen Signale, ja, das, was im Moment so en vogue ist hier. Ich gehe mal kurz in den Kakao rein, da hat sich ein neues Signal entwickelt. Also, ja, Kakao, wisst ihr vielleicht, ist ein Markt, der bei mir auf dem Wochenchart gehandelt wird. Und wenn ich hier mal die Signale kurz reinhole, ja, dann sehen wir, wir hatten hier in den letzten 3 Wochen zwei Verkaufssignale. Das erste ist nicht getriggert worden hier. Da haben wir keine Preise mehr gesehen, die unten drunter gelaufen sind. Jetzt haben wir hier wieder ein Verkaufssignal. Gefällt mir sehr gut, weil es wirklich direkt vom Hoch kommt. Und das ist hier so ein Doppelhoch, was sich hier ausgebildet hat. Ich will das mal kurz im Tageschart hier zeigen. Ja, hier sehen wir also im Tageschart als erstes mal der kurzfristige Trend, der hier noch recht deutlich aufwärts gerichtet war. Ja, das sehen wir hier auch schön in der Bewegung, die der Preis gemacht hat. Sauber nach oben, kleine Korrektur, schön sauber nach oben gelaufen. Und hier hat sich jetzt Folgendes ergeben. Wir haben ein Doppeltop hier oben. Ja, das ist ein Doppeltop, wo wir hier nicht mehr drüber gekommen sind. Der Preis hat es versucht, drüber zu gehen, ist direkt sofort innerhalb des Tages wieder abverkauft worden. Und dann sind wir unter diese Trendlinie gelaufen, ja, mit viel Momentum, mit viel Druck, und seither hat sich die Bewegung nicht weiter fortgesetzt. Ja, aber wenn wir uns das Ganze anschauen,
auf dem Tageschart, dann sieht die Bewegung im Prinzip, wenn man sich die großen Swings anschaut, folgendermaßen aus. Ja, dann ist das, was hier im Moment läuft. Und ich würde erwarten, dass die Bewegung sich hier nach unten weiter fortsetzt. Und dann haben wir hier ein Hoch, ein Tief, ein tieferes Hoch und dann hier auch ein tieferes Tief. Ja, und dann sind wir hier auch wieder in Trendrichtung abwärts. Und man erkennt das relativ gut, auch wenn man hier auf den Gersh-Trend schaut. Ja, wir sind also hier ganz klar mit abnehmendem Aufwärtstrend unterwegs gewesen. Selbst hier in dieser riesigen Tageskerze, diese große grüne oder hier jetzt weiße Kerze, die hier gelaufen ist, sehr, sehr bullisch. Aber wir sehen, dass das nicht dazu geführt hat, dass dieser Indikator hier einen deutlichen Ausschlag nach oben gekriegt hat. Wir haben also hier wieder ganz klar diese fallenden Bars im Trendindikator. Und hier sehen wir jetzt auch schon, dass der wieder ganz knapp auf die Shortseite gewechselt ist. Ja. Also der Vorteil auf dem Tageschart momentan eher abwärts gerichtet, wird auch unterstrichen hier vom RSI, ja, der hier in den überkauften Bereich gelaufen ist. Genauso hier sind wir im RSI in den überkauften Bereich gelaufen. Was hat sich angeschlossen hier? Doch eine deutlichere Korrektur über mehrere Tage, die dann hier auch wie so ein Trend schon ausgeformt war. Ja, das ist so eine Trendbewegung abwärts. Und genau das Gleiche würde ich im Prinzip jetzt hier auch wieder erwarten. Ja, wir sind hier schon am Beginn der Abwärtsbewegung und haben jetzt hier noch so eine kleine steigende Trendlinie. Sind hier oben ziemlich klar begrenzt. Ja, und jetzt sieht das Ganze so ein bisschen aus wie so ein Keil. Und da ist einfach der Ausbruch zur Unterseite ein bisschen wahrscheinlicher, als dass es hier nach oben weiterläuft. Ja, und auf dem Wochenchart gucken wir uns das auch noch mal kurz an. So, auf dem Wochenchart die Indikatorenlage. Ja, die ist relativ klar. Wir haben kurzfristige Signale hier auf der Short-Seite von den Commercials. Ja, die sind hier in den Extrembereich reingelaufen. Da haben wir dann auch die Short-Signale her. Ähnlich wie hier. Die sind hier im kurzfristigen und im langfristigen Bereich in die Extreme gelaufen. Hier hatten wir keine Extreme, deswegen ist das Signal auch nicht so ideal. Dieses Signal hier ist deutlich besser, weil wir hier die Extreme auf der Short-Richtung haben, genau wie hier und hier. Ja, und das waren die Einstiege, die wir hier brauchten auf der Short-Seite, um hier vernünftiges Geld zu verdienen. Das war einmal diese Bewegung und einmal diese Bewegung. Und das, was ein bisschen gekostet hat, war dieser Trade hier, ja, der ist hier unten ausgeführt worden, ist da oben ausgestoppt worden, der hat ein bisschen was gekostet, aber wenn man sich das anschaut im Verhältnis zu dem, was die anderen Trades hier verdient haben, dann ist das quasi gar nicht der Rede wert, was hier als Loss auf der Uhr stand. Und hier war jetzt die Situation, wie gesagt, folgendermaßen: in das erste Setup sind wir gar nicht reingekommen, das zweite Setup wird jetzt interessant, wenn der Kurs unter die, was ist es hier, 25,50 ungefähr, ja, 25,43. Ja. Wenn wir hier unter die 25,43 laufen, dann ist dieses Short Setup quasi intakt. Werfen wir kurz einen Blick auf die Saisonalitäten hier, die hellblaue Linie, Saisonalitäten über die letzten 10 Jahre. Hier oben Saisonalitäten über die letzten 15 Jahre. Ja, und da sehen wir in beiden Einstellungen, dass wir hier doch ein temporäres Hoch haben sollten an dieser Stelle. Ja, über 10 Jahre, wenn wir uns das angucken, geht es hier den Rest des Jahres deutlich abwärts. Auch über die letzten 5 Jahre haben wir zum Ende des Jahres ab November hier eine ganz klare Short Bias. Und das unterstützt am Ende alles im Moment dieses Short Setup, was hier im Wochenchart entstanden ist. Ja. Okay. So. Und was haben wir noch? Korn. Gehen wir in den Korn auch noch mal rein. Machen wir vielleicht erstmal die Fundamentalanalyse, den ganzen Bereich für Korn. Nehmen wir hier die Level raus, die sind nicht mehr relevant. Ich fange mal an der großen Zeitebene an. Ja, wenn wir uns das Ganze hier anschauen, dann ist es, glaube ich, nicht schwer zu erkennen, in welche Richtung der Trend hier im Mais läuft. Ja, müssen wir ein bisschen gucken. Wenn wir das Ganze hier als Continuous reinpacken mit den Rollgaps, dann sieht es doch deutlich mehr seitwärts gerichtet aus und nicht ganz so extrem,
abwärts gerichtet. Ja, hier haben wir es jetzt nochmal. Das ist also der gleiche Chartverlauf, nur hier sind tatsächlich die einzelnen Kontraktmonate im Mai direkt aneinandergereiht. Und das, was für mich hier jetzt interessant ist auf diesem Monatschart, ist, dass wir hier einen Bereich haben, der ein ziemlich starker Verkaufsbereich ist. Ja, das geht hier über 1, 2, 3, 4 Monate, wo der Maispreis hier Ende letzten Jahres und im Januar noch in einer recht engen Range sich seitwärts bewegt hat. Wenn er versucht hat, nach oben rauszugehen, ist immer wieder abverkauft worden. Wenn er versucht hat, hier nach unten rauszugehen, ist immer wieder gekauft worden. Hier war also dieser Kernbereich hier, war der wirklich relevante Verkaufsbereich. Und man sieht das hier auch sehr schön in der ersten Bewegung, die hier auf dem Monatschart gelaufen ist. Wir haben hier den Ausbruch gesehen, ja, dynamisch deutlich aus dieser Range nach unten. Haben dann hier nochmal eine Korrektur gesehen in diese Verkaufszone rein und dann kam hier richtig Druck auf und die Kurse sind hier wirklich im wahrsten Sinne des Wortes weggemetert worden. Und jetzt sind wir hier wieder in diese Range reingelaufen, wieder in diese Verkaufszone reingelaufen und sehen auch sofort hier innerhalb des Monats wieder Verkaufsdruck. Es ist zwar so, dass der September hier mit hoher Wahrscheinlichkeit grün schließen wird, also mit steigenden Kursen vom Open zum Close, aber insgesamt sieht das nicht so besonders bullisch aus, weil wir halt oben so einen sehr langen Docht haben. Schauen wir uns das Ganze auf dem Wochenchart an. Ja, hier haben wir es auf dem Wochenchart und hier sieht man auch sehr schön, wie sich die Positionierungen quasi richtungsweise ändern. Ja, also wir sind hier drüben, ich mache es mal ein bisschen größer, wir sind hier drüben. Das war so im Juni 2019, also Mitte letzten Jahres, sind wir in einen ganz, ganz extremen Short-Bereich reingekommen. Ja, hier unten haben wir ja den Verlauf der tatsächlichen Nettopositionierung der Commercials. Und da sehen wir, dass wir hier wirklich in Extrembereiche gelaufen sind. Hier waren wir über 300.000 Kontrakte netto Short auf Seiten der Hedger. In einer Phase, wohlgemerkt, wo die Saisonalitäten hier ja in allen Zeitebenen ganz klar abwärts gerichtet sind. Und da macht man im Prinzip nichts anderes mehr, als auf irgendwelche Trendwechselsignale zu schauen auf dem Chart, Trendwechsel-Setups, dass man hier irgendwie in diese Short-Position reinkommt. Und wir haben jetzt auf dem Wochenchart hier, hatten wir sehr schön gesehen, dieses Doppeltop sind dann ganz klar nach unten weggebrochen und hatten hier einen sehr, sehr schönen Trade, den wir auf der Unterseite quasi betreuen konnten. Und dann sind wir hier mit der langfristigen Positionierung in diesem Bereich wieder in den Extrembereich gelaufen. Und da sieht man auch gut, wie der Preis hier versucht hat, immer wieder einen Boden zu bilden, ja, dann einmal noch diese Tiefs rausgenommen sind und dann hier die große Bewegung kam. Ja, und auch hier ist es so, die große Bewegung kommt aus einer Extrempositionierung der Commercials. Und dann beginnt hier auch diese Seite der Hedger ihre Long-Positionen langsam wieder zu schließen, langsam aufzulösen, ja, und zwar in diese steigenden Kurse rein. Das ist hier ganz typisch. Und jetzt sind wir in einer Situation, wo wir kurzfristig, ich habe es hier schon markiert, kurzfristig im Vergleich zu den letzten 6 Monaten schon wieder in eine extreme Short-Positionierung gekommen sind. Also ein sehr bärisches Setup kurzfristig. Aber langfristig, ja, über 3 Jahre, sind wir hier noch so ziemlich im neutralen Bereich. Und da muss man jetzt immer ein bisschen schauen, wie man damit umgeht. Wenn man in der kurzfristigen Zeitebene unterwegs ist, im Tageschart, dann kann man hier durchaus versuchen, diese Short-Setups schon zu traden. Ja, dann reicht das häufig, was wir an Bewegung kriegen auf dem Tageschart, um hier auch gute Short-Positionen mitzunehmen. Auf dem Wochenchart gucke ich dann immer gerne parallel dazu, wie hier das Ganze in den Saisonalitäten aussieht. Und da sehen wir einfach, dass wir hier bis Ende des Jahres auch noch positive Saisonalitäten haben. Ja, ich will mal das Augenmerk lenken hier auf diesen Bereich COT Large. Und zwar machen wir hier mal Folgendes. Wir gucken uns an, wo hier im letzten Jahr auf der Oberseite die Extrempositionierung von den großen Tradern war, nämlich hier diese blaue Linie. Und wir schauen uns mal an auf der Unterseite, wo die Extrempositionierung der Commercials, also der Hedger lag, ja, und die war ungefähr hier unten. Und wenn man sich jetzt anschaut, was da noch für ein Gap drin ist quasi, also wir haben hier noch deutlich Platz nach unten,
bis die Commercials wieder ihre Extremposition auf der Short-Seite erreichen würden. Und wir haben hier oben noch ein Gap nach oben, ja, wo die großen Trader quasi die Möglichkeit haben, noch weiter deutlich Long-Positionen aufzubauen. Und jetzt müssen wir Folgendes wissen. Die bauen natürlich Long-Positionen auf, nicht in fallende Kurse, sondern in steigende Kurse, weil die ganz simpel einfach überwiegend trendfolgend unterwegs sind. Und die Commercials machen ja häufig genau das Gegenteil. Das heißt, die hedgen sich gegen die aktuelle Preisrichtung. Ja. Jetzt könnte man also erwarten, wenn sich die Kurse hier weiter nach oben bewegen im Mais, also der Maispreis weiter steigt, dass wir dann hier eine Reaktion sehen bei den großen Tradern, dass sie weiterhin long gehen. Ja. Und da hätten sie locker Platz hier bis zu diesem Bereich, wo das letzte Extrem lag. Und ich würde erwarten, dass die Commercials auf der anderen Seite ja, hier weiter Short-Positionen aufbauen. Und die haben prinzipiell auch locker Platz hier bis zu diesem Wert. Ja, das muss man immer so ein bisschen mit berücksichtigen. Und dann haben wir ja gerade schon gesehen, ja, Seasonals langfristig eher long und auch die über 10 Jahre, ja, hier unten die hellblaue Linie, eher long ausgerichtet. Ist also nicht so ganz ideal für ein Short-Setup. Nichtsdestotrotz gehen wir jetzt einfach mal auf den Arbeitsplatz, wo die Signale hier angezeigt werden bei mir. Das sind also tatsächlich die Handelssignale, die aus dem COT Masterclass Add-on kommen. Und da sehen wir jetzt hier, was da über die letzten Monate an Trade Setups drin war. Ja, wir hatten also hier im März schon versucht, über die Signale diese antizipierte große Aufwärtsbewegung zu cashen. Ne, in der Situation, die ich hier vorhin gezeigt hatte, wo wir hier ja, so im März, April in so eine sehr extreme Long-Positionierung bei den Commercials reingekommen sind. Das hat über die reine Strategie hier nicht geklappt. Da sind wir mit einem kleinen Verlust an der Stelle hier ausgestoppt worden und waren dann leider bei dem großen Move nicht mehr dabei. Dafür haben wir den großen Abwärtsmove auf der Short-Seite hier extrem gut erwischt. Ja? Das ist so eine typische Situation. Da versucht man dann hier in diesen Ausbrüchen reinzukommen, hat sein Stop-Level hier oben am absoluten Hoch und begleitet dann im Prinzip diesen Abwärtstrend hier nach unten. Ja. Da war eine Menge Geld zu verdienen. Ja. Und jetzt muss man immer schauen, die Stop-Level. Ja. Wenn wir jetzt sagen, wir sind hier direkt am Tief ausgestoppt worden, ja, dann macht das absolut Sinn, weil das das absolute Tief der Bewegung war, das ist das Tief dieser Abwärtsbewegung. Hier kommt unser Signal im Prinzip ein Balken zu spät. Ja. Das heißt, ich hätte in so einer Situation den Stop immer gerne am Hoch. Ja, und genauso ist das jetzt in der aktuellen Situation hier auch. Hier wäre das Einstiegssignal für den Short Trade und hier oben drüber würde der Stop liegen. Ja, ich würde den Stop auch nicht an dieses Kerzen hochlegen. Ja, und das haben wir hier genauso gehabt. Einstieg, ja, Stop hier unten drunter. Sehr schöne Aufwärtsbewegung. Und die ist tatsächlich auch jetzt hier erst rausgeflogen. Ja, die ist wirklich hier mit diesem Abwärtssignal, was wir gekriegt haben, hier rausgeflogen. Und das sind tatsächlich die Idealtrades, die man so lange halten kann, bis sich ein Gegensignal entwickelt und man dann einfach schlicht die Gegenposition nimmt. Ja, allerdings ist es Folgendes, wenn wir uns nochmal die Saisonalitäten hier anschauen, das war im August, wenn wir hier nochmal in die Saisonalitäten reingehen, dann sehen wir im August, ja, dass wir hier ein absolutes saisonales Tief haben. Ich zeige das hier nochmal über 15 Jahre. Hier ist das saisonale Tief. Hier hinten liegt das saisonale Hoch ungefähr. Das zieht sich sogar noch ein bisschen weiter nach oben, die Bewegung. Aber wenigstens bis Ende des Jahres ist hier Aufwärtstrend angesagt, saisonal. Und jetzt haben wir hier natürlich unser Kaufsignal in einer Phase bekommen, wo wir die Saisonalitäten voll auf unserer Seite haben. Ja, jetzt haben wir hier ein Verkaufssignal in einer Situation, wo es gegen die Saisonalitäten geht. Und jeder, der beim Seminar war und aufgepasst hat, der sollte wissen, dass wir dann, wenn wir gegen die Saisonalitäten arbeiten, selbst wenn wir so einen Trade umsetzen, das bitteschön mit einer kleineren Positionsgröße machen. Ja, und das ist also etwas, was jetzt für die aktuelle Situation hier interessant ist. Also Corn prinzipiell short. Aber wenn man das tradet, dann auf jeden Fall mit kleinerer Positionsgröße, als wir vorher hier die Long-Richtung getradet haben. Okay.
Überhaupt, ja, wenn man sich so einen Überblick macht über die einzelnen Rohstoffmärkte, ja, dann haben wir ja den Bereich der Grains, das ist also nicht nur der Maiskontrakt, den wir uns hier anschauen, ja, das ist auch Weizen, das ist Sojabohnen, das ist Sojabohnenöl. Und hier ist es sehr auffällig, dass im Moment mehrere Verkaufssignale kommen. Ja, wir haben bei den Sojabohnen, bei ZS, haben wir hier ein Verkaufssignal, das hole ich gerade mal kurz rein. Da haben wir es. Ja, da haben wir hier das große Verkaufssignal. Ja, auch das ist im Prinzip schon getriggert. Jetzt können wir hier auch noch mal kurz auf die Saisonalitäten schauen in den Sojabohnen. Ja, auch da schaue ich mir überwiegend den längeren Verlauf an. Ja, und da haben wir eben das gleiche Problem. Ja, wir sehen, dass wir hier eher an einem saisonalen Tief sein sollten und sich die Bewegung dann saisonal häufiger über diese Periode, die wir jetzt hier traden können, nach oben fortsetzt. Ne? Wir haben aber trotzdem hier eine sehr starke Short-Positionierung. Man sieht es hier an den Netto-Positionierungen, wie extrem die hier immer weiter nach unten gelaufen sind. Wenn wir ein bisschen mehr hier reinnehmen, dann sehen wir, dass wir ungefähr an diesem Level sind, wo wir uns im Juni 2016 aufgehalten haben. Ja, das hole ich mal kurz hier rein. Juni 2016 hier mit etwas über 200.000 Kontrakten netto short. Haben jetzt hier auch in der aktuellen Situation im Sojabohnenmarkt etwas über 200.000 Kontrakte netto short. Und ihr seht vielleicht, was sich hier für eine Bewegung angeschlossen hat. Ja, das ist echt ordentlich. Da sind wir von hier im Bereich 1.400 bis runtergelaufen, so auf 1.200. Das ist also schon eine ordentliche Bewegung. Und so ähnlich könnte das Ganze hier natürlich auch wieder laufen. Ja, wir hätten prinzipiell Platz hier bis zu diesem ersten Unterstützungslevel bei 900. Und das sind mal locker über 10% Kursbewegung, die hier mitgenommen werden können auf der Unterseite. Ja. Allerdings bitte ich eben zu beachten, ja, genau das gleiche Problem. Wir sind hier in der Phase, die saisonal eher aufwärts gerichtet ist, und zwar so bis Anfang März. Da muss man einfach ein bisschen vorsichtig sein. Ja, wenn wir uns aber anschauen, dass über die letzten Monate in diesem Jahr auch diese abwärts gerichtete Saisonalität hier nicht wirklich eine Relevanz hatte. Wir haben normalerweise hier im Bereich Juni ein saisonales Hoch, ja, so wie wir es auch hier gesehen haben, saisonales Hoch, dann bewegt sich das Ganze eher nach unten. Na, hier im Prinzip genauso, saisonales Hoch, dann bewegt sich das Ganze nach unten. Hier auch saisonales Hoch an der Stelle. Dann bewegt sich das Ganze nach unten. Das war in diesem Jahr überhaupt nicht so. Hier, wo eigentlich das saisonale Hoch hätte liegen sollen, hat sich die Bewegung deutlich nach oben fortgesetzt und eben nicht nach unten. Und von daher kann man hier in der Situation jetzt die Saisonalitäten, denke ich, auch so ein bisschen vernachlässigen. Ich hätte also nichts dagegen, hier eine Short-Position aufzubauen. Wir können uns das nochmal kurz im Strategiefenster anschauen. Ja. Das wäre ungefähr jetzt zu diesem Preis hier auch das Einstiegslevel. Und hier gleiche Situation wie im Mais. Ja, Stop tatsächlich ans direkte Hoch. Ja. Da braucht man natürlich dann ein Konto, was entsprechend groß genug ist. Wir haben hier einen Stop pro Kontrakt vom aktuellen Preis. Der liegt so bei 2.500 Dollar. Das muss man natürlich vertragen können auf dem Konto. Aber dann kann man sowas durchaus auch umsetzen. Ja. Zum Chance-Risiko-Verhältnis, wenn wir hier reingehen und hier oben unseren Stop haben, dann liegen wir mit dem 1 zu 1 schon gerade mal hier an diesem Zwischenlevel. Und wenn wir tatsächlich dieses Unterstützungslevel von dem Zwischenhoch hier und von dem Zwischenhoch hier erreichen, dann könnten wir hier locker ein 1,7, 1,8 zu 1 CRV realisieren. Finde ich sehr nett. Ja, gefällt mir ganz gut. Okay. Das mal zu den Soybeans. Haben wir da hier noch was auf dem Monatschart? Ja, das ist noch ganz interessant hier auf dem Monatschart, nämlich das Level, an dem wir hier gedreht haben. Ja, auch ein ganz, ganz wichtiges Widerstandslevel. Und von daher ist es gar nicht so unwahrscheinlich, dass wir hier erstmal ein bisschen noch mal weiter eine Auskorrektur nach unten kriegen. Ja. Okay. Was habe ich noch auf der Uhr? Ja, beim Soybean Oil haben wir auch ein Short Setup. Das muss ich jetzt gar nicht nochmal
nochmal weiter erläutern. Das sieht ganz ähnlich aus. Also Soybean Oil, Short Setup, Corn, Short Setup, Soybeans, Short Setup. Ja, das ist alles unisono quasi mit dem, mit den Rohstoffindizes, die hier abwärts laufen. Und von daher passt das ganz gut. Im kurzfristigen Timeframe, und zwar auf den Daily Charts, habe ich hier ein schönes Setup gehabt im japanischen Yen. Das ist jetzt aber hier auch tatsächlich fast schon durch. Ja, da war das erste Setup hier drüben schon. Das war sehr, sehr schwer zu handeln, weil wir hier eine wirklich große Tageskerze hatten, die hier den Trigger gegeben hat. Das ist immer echt ungünstig, wenn wir solche riesigen Moves dann hier im Markt haben. Dann wird natürlich auch die Risiken entsprechend groß, wenn wir das im Future umsetzen. Das ist auch nicht gerade klein gewesen, das ist aber noch total in Ordnung, das ist noch gut handelbar, genauso wie diese Bewegung hier nach oben. Und prinzipiell ist es eh so, alles was im Währungsfuture-Bereich besteht oder entsteht, könnt ihr natürlich auch ohne Probleme im Forex-Markt umsetzen. Ja, da müsst ihr nur darauf achten, dass die Richtungen dann auch korrekt sind. Das wäre dann hier beim japanischen Yen zum Beispiel so, dass ihr den Trade umdrehen müsst. Ja, also japanischer Yen Future Short ist gleichbedeutend mit US-Dollar japanischer Yen Long. Also im Forex-Bereich wird dieses Währungspaar andersrum gepreist und da muss man dann einfach drauf achten. Ja, hi Sven. Schön, dass du hier reinschaltest. Super, freue ich mich. Wir haben die Profis im Haus heute. Okay, also ja, japanischer Yen läuft hier im Prinzip schon und ist auch quasi schon kurz vorm Kursziel. Ja, der Bereich des Kursziels, der liegt tatsächlich hier unten in diesem Support-Level. Deswegen bringt das jetzt nicht so richtig viel. Was habe ich noch? Ja, ist natürlich die Märkte sind schon gut losgelaufen heute. Ansonsten hatten wir noch ein schönes Long Setup hier im Nasdaq. Ja, hier ist das Long Setup im Nasdaq aus dem Strategiepart. Das ist auch im Übrigen der einzige Markt, den ich mir überhaupt darüber anschaue vom Bereich Indizes, weil das erfahrungsgemäß da doch mit am besten funktioniert. Hat mir sehr gut gefallen hier, dieses Ausbruchsniveau, weil wir hier aus einem Abwärtstrend, ja, ganz klar aus einem Abwärtstrend nach oben rausbrechen, finde ich immer ideal. Und dass wir jetzt hier auch noch über dieses Zwischenhoch gegangen sind, ja, das ist quasi schon fast ein Träumchen. Also die Bewegung ist losgelaufen hier. Ich zeichne das mal kurz ein, die Abwärtssequenz. Ja, das war auf dem Tageschart hier die größere Korrektur, die wir gesehen haben im japanischen Yen. Und dann hatten wir in der letzten Korrektur hier schon so eine kleine Überschneidung zu dem letzten Tief. Ja, wer jetzt am Wochenende im Seminar war von euch, habt ihr ja gehört, wenn wir anfangen, hier diese Überschneidungen zu kriegen, dann ist das schon ein Zeichen dafür, dass das Momentum vielleicht auch so ein bisschen rausgeht. Und dann haben wir jetzt eben tatsächlich hier den großen Move noch am Freitag nach oben gesehen. Und mit dem Freitagsmove sind wir dann auch tatsächlich in die Signallage reingekommen und konnten dann auch heute mit der US-Eröffnung, also mit dem Open der Night Session hier schon agieren. Ja, hatten hier oben drüber die Stop-Order liegen und sind jetzt quasi im Markt. Genauso ist es ja am Ende gelaufen bei OnVista, wer den Börsendienst, den Zertifikate global verfolgt. Ja, auch da haben wir direkt heute früh eine Long-Position aufgebaut, aber im S&P 500. Und genau das gleiche auch bei Next Markets mit dem Ausbruch aus diesem Abwärtstrend, ja, gestützt auch durch ein COT-Signal hier im Nasdaq, eine Long-Position etabliert im S&P 500. Ja, den kann ich noch mal kurz reinholen, den S&P 500. Ja, der kämpft hier ein bisschen gerade. Im Daily, wo haben wir ihn hier? Ja, also auf der kurzfristigen Zeitebene, ja, ist er hier seit 15:30 Uhr ein bisschen am Kämpfen, sich weiter nach oben zu entwickeln. Der SPY, also der große ETF auf den S&P, der hat aber hier auch schon dann mit einem schönen Upgap eröffnet. Ja, der wird ja in der Nachtsession nicht gehandelt. Das ist der Future, den wir hier drauf haben im Stundenchart. Und da gehen wir jetzt hier mal in den Tageschart
Und dann sehen wir das jetzt aus dem Tageschart hier, die Trendlinie, die hier gelaufen ist, die letzte. Ja, die können wir hier auch noch nach oben verlängern. Und das war eben dann auch heute früh hier das Einstiegssetup im S&P 500. Ja, da gefällt mir die Chartsituation tatsächlich auch noch ein bisschen besser, als das Ganze im Nasdaq gelaufen ist, weil wir hier super gut eigentlich dieses letzte Hoch getestet haben. Ich zeige das mal hier in grün. Ja, wir haben hier wirklich schön diesen Bereich des letzten Hochs im Rücksetzer getestet und haben unterstützend dazu hier auch eine extrem gute Kaufzone. Ja, das ist also hier die Kaufzone, das ist der Kaufbereich, den können wir auch noch hier ein Feld weiter rüberziehen. Hier hat sich das schon entwickelt. Dann sind wir das erste Mal hier reingelaufen, haben eine schöne dynamische Bewegung gesehen, hatten dann hier jetzt eine harte ABC-Korrektur und sind wieder in diesem Level hier sofort in die Situation gekommen, und zwar jeden einzelnen Tag. Ja, hier, hier, hier und am Freitag auch wieder. Also letzten Freitag und auch über die gesamte letzte Woche sind wir hier immer wieder in die Situation gekommen, dass an diesem Level sofort Kaufinteresse aufgekommen ist, um die 3200. Und ihr hattet das vielleicht gesehen, ich hatte bei Next Markets an diesem Bereich hier auch Kauforders liegen fürs Retracement. Ja, und zwar, ich vergrößere das mal kurz, fürs Retracement hier an dieses Level. Ja, hatte mich aber ein bisschen tiefer positioniert, ne, hier unten, und habe den Einstieg tatsächlich über den Spread verpasst. Ja, also auf der Verkaufsseite ist der Preis gehandelt worden, wo ich rein wollte. Auf der Kaufseite ist der nicht gehandelt worden. Und entsprechend hatte ich hier dann keine Position und habe mich dann, nachdem sich der Kurs hier nach oben entwickelt hat und dann hier wieder mit richtig Dynamik nach unten gelaufen ist, dazu entschieden, die Order rauszunehmen, habe die Kauforder hier gestrichen und habe dann tatsächlich erstmal hier abgewartet, ob wir auch in eine Wende hier reingehen. Ja, das ist jetzt passiert und dementsprechend sind wir hier dann in die Long-Position reingegangen. Also das nochmal zur Offenlegung. Ich halte hier Long-Positionen im S&P. Zielbereiche sind recht klar. Ja, das ist einmal hier natürlich der Bereich dieses Zwischenhochs. Ja, um 3420 Punkte, das ist ein Zielbereich. Der etwas größere, weitere Zielbereich, der liegt hier, ja, am Beginn dieser letzten Squeeze-Kerze, so bei 3530. Und das Fernziel liegt natürlich oben bei 3588 am All-Time-High. Wir müssen jetzt aber so langsam ein bisschen vorsichtig werden, ne? Wir haben US-Wahl, das geht da langsam ans Eingemachte. Wie die ersten Wähler haben ihre Briefwahl schon erledigt. Das wird vielleicht gar nicht mehr so lange dauern, bis wir hier die ersten Hochrechnungen kriegen. Und dann rechne ich hier auf jeden Fall mit zunehmender Volatilität am Markt. Und da muss man also dann Gewehr bei Fuß stehen für eventuelle Adaptionen, muss sich auch anpassen auf die höhere Volatilität, die da reinkommt. Aber prinzipiell ist für mich ganz klar, das übergeordnete Bild der US-Indizes, ja, braucht man nicht groß drüber nachdenken, immer noch aufwärts gerichtet. Ja, und es ist eben einfach ein wirklich schönes Level, an dem wir hier hängen geblieben sind. Es ist eine deutliche Korrektur, die wir gesehen haben, aber mir gefällt sehr gut, wie hier die Akkumulierung reinkommt und wir hier in die Dynamik wieder reinkommen, in die Aufwärtsrichtung. Ja. Gut, dann werfen wir noch schnell einen Blick auf Kupfer, das war ja hier gefragt. Wo haben wir es denn? HG, da ist er doch. Okay, so, das brauchen wir hier alles nicht mehr, da sind wir durch. So, das, was hier im Kupfer interessant ist, ich nehme auch mal diese kleinen Support-Level raus. Wir haben diesen Aufwärtstrend, der sich hier so ein bisschen weiterentwickelt hat. Und jetzt aber an einem ganz wichtigen Niveau steht, hier im Tageschart, gucken wir gleich rein. Wir gehen jetzt vorher einmal in den Monatschart, dass wir auf dem großen Bild das Ganze wieder beginnen. Da ist Folgendes wichtig, und zwar hier oben im Prinzip dieser ganze große Verkaufsbereich, den wir hier haben, in den wir hier reingelaufen sind. Warum ist der so wichtig? Naja, wir haben im Prinzip hier auf dem Monatschart einen Doppeltop. Das ist immer ein ganz klares Zeichen für Druck im Markt. Ja, das sieht man hier auch sehr schön. Wir sind dann
an dieser Stelle hier, nachdem doch ein paar Mal hier Support war, sind wir dann hier sehr, sehr dynamisch nach unten durchgebrochen. Und das, was sich dann auf dem Monatschart entwickelt hat, ist dieser Abwärtstrend hier. Ja, sehr dynamisch. Aber mindestens genauso dynamisch ist jetzt hier die Aufwärtsbewegung gelaufen. Und zwar ist es schon auffällig, dass wir nirgendwo Pause gemacht haben. Ja, weder hier an diesen alten Leveln, noch hier irgendwo an diesen alten Leveln, noch an dem alten Hoch, ja, noch hier so richtig. Da sind wir auch sofort im nächsten Monat drüber gelaufen. Also wir haben eine extrem starke Dynamik hier zur Oberseite und haben jetzt das erste Mal hier einen Monat, der rot schließen wird, nämlich der Septembermonat. Und das gefällt mir extrem gut, weil der hier aus diesem, ich hole es nochmal verstärkt hier ein bisschen rein, weil er aus diesem Bereich hier kommt. Ja, wir haben hier 1, 2, 3 Monate lang die Kerzenkörper nach oben hier begrenzt, haben von oben immer wieder Verkaufsdruck hier auf die Mütze gekriegt. Ja, und genau das Gleiche passiert hier jetzt auch gerade wieder. Na, wir sind jetzt schon hier unten mit dem Preis. Also da ist schon die erste deutliche Bewegung da. Das sieht alles gar nicht so verkehrt aus. Und wenn wir jetzt hier in die Wochenansicht gehen, ja, und werfen jetzt hier einen Blick auf die Saisonalitäten, dann sieht das Ganze in der ersten Betrachtung mal so aus, dass wir von hier bis hier den Vorteil auf der Short-Seite haben. Also im Prinzip so bis Anfang Februar nächstes Jahr haben wir saisonal hier zumindest den Vorteil auf der Short-Seite. Und wir haben hier inzwischen die kurzfristige Positionierung der Commercials und die langfristige Positionierung der Commercials im Extrembereich. Ja. Wenn wir jetzt auf den Trigger warten, hier im Wochenchart, dann schauen wir uns zum Beispiel diese Trendlinie hier an und dann wollen wir sehen im Wochenchart, dass wir auch wirklich unter diese Trendlinie brechen, um hier mittelfristige Short-Positionen aufzubauen. Das wäre für mich vorher nicht von Interesse und nach Möglichkeit diesen Ausbruch auch auf Wochenschlusskursbasis. Ja. Wenn ihr hier die größere Bewegung traden wollt, dann ist es nicht wirklich wichtig, wann genau ihr da einsteigt. Ja, wenn ihr die große Bewegung traden wollt, dann ist das relativ wurscht, ob ihr ein bisschen früher oder ein bisschen später reinkommt, ob die Stops nachher ein bisschen größer oder ein bisschen kleiner sind. Das macht über die lange Sicht kaum einen Unterschied nachher für die Performance. Da werdet ihr mal ein bisschen besser dabei sein, werdet ihr mal ein bisschen schlechter dabei sein. Und auf lange Sicht gleicht sich das aus. Ja, von daher macht es mittelfristig durchaus Sinn, auf so klare Signale und klare Einstiegssetups zu warten. Man kann das Ganze versuchen, über den Tageschart so ein bisschen ins Feintuning zu bringen. Ja, und wenn wir uns jetzt hier den Tageschart anschauen, dann sehen wir, oh, okay, dieser Kanal, ja, der läuft hier doch ein bisschen anders auf dem Daily. Da sind wir auf dem Daily hier schon raus und haben jetzt auch schon 3 Tage, die mehr oder weniger komplett unterhalb dieses Kanals laufen, sind jetzt im Test von dem Ausbruchslevel. Ne, den dritten Tag in Folge sind wir jetzt hier quasi am Test vom Ausbruchslevel. Jetzt gibt es eine aggressive und eine defensive Art, das Ganze zu betrachten. Aggressiv könnte man sagen, hey, hier entsteht eine Bear Flag. Wir haben die initiale Bewegung hier über 4 Handelstage deutlich nach unten. Ich zeichne das einmal noch kurz ein. Initiale Bewegung vom Top deutlich nach unten. Haben dann hier jetzt unsere Bear Flag. Und ein Ausbruch aus dieser Bear Flag wäre definitiv negativ zu werten. Die etwas defensivere Variante wäre zu sagen, okay, wir warten, dass wir tatsächlich diese Level hier nochmal nachhaltig unterschreiten. Ja, dass wir also wirklich sehen wollen, dass der Kurs hier unter 2,90 geht. Und wenn der Kurs unter 2,90 geht, dann haben wir gute Chancen, zumindest erstmal hier bis so 2,78, 2,77 zu gehen. Und dann im nächsten Schritt vielleicht auch hier so bis in diesen Bereich 2,60, 2,65. Ja, das wären so die Anlaufpunkte hier aus dem Tageschart. Na, es zeigt sich im Prinzip alles schon. Wir hatten hier einen Abwärtstrend, der sehr dynamisch quasi gedreht hat. Der ist erst sehr schnell hier sehr bärisch geworden und ist dann relativ schnell hier zurückgekommen, hat auch ziemlich schnell das erste Mal hier auf die bullische Seite gekreuzt und ist im Prinzip bis hier sehr trendstabil gewesen. Ja, wenn wir uns das angucken hier, vom Beginn hier von diesem Tief bis hier zum Hoch, ja, war das Ganze extrem trendstabil, sehr, sehr gut zu handeln.
Und dann sind wir hier in so eine langfristige Korrektur reingekommen, nach der nicht mehr so wirklich Dynamik entstanden ist. Ja. Und das sieht alles so ein bisschen aus hier, ja, nach Top-Bildung, nach mittelfristiger Top-Bildung. Und von daher finde ich diese Short-Seite, die jetzt hier saisonal und auch von Seiten der Commitments of Traders quasi vorgegeben wird, gar nicht so verkehrt. Da habe ich also schon deutlich schlechtere Setups gesehen, die trotzdem gehandelt worden sind. Ja. Ups, Trendindikator deutet hier eben auch schon an, ja, dass die Reise hier weiter nach unten gehen könnte. Wir kommen von diesen Zwischenhochs, na, von hier drüben, haben hier langfristig diese Abwärtsbewegung drin. Das heißt ganz klar sich abschwächender Trend. Selbst als wir diese neuen Hochs hier gemacht haben, als wir über dieses letzte Hoch drüber gegangen sind, hier und dann auch hier an diesen beiden Punkten, haben wir hier keinen Trendindikator mehr gesehen, der ein höheres Hoch als dieses ausgebildet hat. Ja, das ist im Prinzip, wenn man sich das anschaut, nichts anderes als eine Divergenzenanalyse. Na, wir haben hier steigende Hochs im Preis, wir haben hier fallende Hochs im Trendindikator. Ist eine klare Divergenz, na, so ein bisschen ja, unisono mit dieser Divergenz im RSI, die hier ganz klar zu sehen ist. Und das bringt die Wahrscheinlichkeiten schon so ein bisschen mit sich auch dann wieder in die Abwärtsrichtung. Ja. Also, long story short, ja, Kupfer saisonal abwärts gerichtet, Commitments of Traders mäßig abwärts gerichtet. Der große Move hier, das große Momentum zur Oberseite scheint raus zu sein aus dem Markt. Wir sehen auf dem Tageschart hier die ersten Anzeichen dafür, dass dieser Trend nach unten wegkippt. Wenn das Ganze nach unten bestätigt wird, ist das meiner Meinung nach ein guter Zeitpunkt, ein gutes Setup hier auf vielleicht weiter fallende Notierungen, zumindest hier bis in diesen Bereich 276 zu setzen. Ja. Das ist also durchaus möglich. Ralf, US-Dollar war noch nicht dran. US-Dollar können wir uns aber sehr gerne jetzt als nächstes anschauen. Gehe ich hier mal direkt rein in den Dollar-Index. Da gucken wir uns mal kurz an, was hier Phase ist momentan. Ja, auch da starten wir mal wirklich mit dem langfristigen Bild, weil das echt interessant ist hier beim Dollar-Index. Ja, und da sehen wir, dass dieser letzte Spike, der hier gekommen ist im März aufgrund dieses extremen Dollar-Demands während der Corona-Krise, während Beginn der Corona-Panik, als massig Aktien auf den Markt geschmissen worden sind, als viele, viele Banken, viele Länder, viele Unternehmen sich im großen Stil sehr schnell neu verschulden mussten in US-Dollar, alte Finanzierungen refinanzieren, also extreme Dollar-Nachfrage. Da ist der Kurs hier durch die Decke gegangen, bis 1,04 ungefähr. Und das war hier ziemlich genau auch das Tief, das Hoch hier von August 2003 wohlgemerkt. Ja, das ist also fast 17 Jahre her. Wir können hier mal auf den Continuous gehen, dann sehen wir die tatsächlich gehandelten Kurse. Ja, dann sieht das Ganze noch ein bisschen anders aus. Na, da sehen wir, dass wir hier schon mal in diesem Bereich gelaufen sind im Januar 17. Da waren wir genau schon mal bei diesem 103er, 104er Niveau, das was jetzt also auch wieder gehandelt worden ist. Ja, das kommt hier trotzdem ungefähr noch hin mit diesem Bereich und dem Widerstand, der hier vom Juli 2002 auf der Unterseite hier ist. Ja, das passt also alles recht gut. Wichtiges Level, die 104. Und die ist quasi von der Fed verteidigt worden. Ja, anders kann man es nicht sagen. Die Fed hat dafür gesorgt, dass der Preis des, oder der Kurs des Dollarindex hier nicht über 104 geht. Es ist natürlich langfristig für Amerika nicht wünschenswert, dass der Dollar so super teuer wird. Das ist extrem schlecht für den Export. Die Import-Export-Bilanz der Amis ist sowieso gar nicht so, wie sie es gerne hätten. Ja, es wird viel zu viel importiert, viel zu wenig exportiert. Das würde sich noch weiter verschlechtern, wenn der Dollar noch teurer würde. Über diesen gesamten Weg hier nach oben, über die vielen Monate, wo das Ganze gelaufen ist, zeige es mal kurz. Ja, über diesen ganzen Weg hier haben wir sowieso ständig Tweets von Trump gehabt, irgendwo, dass er die europäischen Zentralbanken dafür verantwortlich gemacht hat, den Euro zu manipulieren und dadurch den Dollar nach oben zu drücken. Und es müsste dringend was getan werden und die Fed muss eingreifen und der Dollar muss fallen. Und genau den Wunsch, den hat er gekriegt, der ist ihm hier erfüllt worden. Wir haben hier dieses Doppeltop drin
Und dann ging es hier wirklich sehr, sehr dynamisch abwärts. Vom Chart her sieht es eigentlich gar nicht so aus, als wenn diese Bewegung schon vorbei sein sollte. Ja, wir haben hier unten erst die nächsten größeren Kauflevel, die nächsten größeren Unterstützungslevel, ja, hier so bei 90, 91. Haben jetzt aber hier schon eine Ecke vorher gedreht, und zwar an dem Bereich, wo ich mache es einfach mal hier in Türkis, ja, an diesem Bereich, wo die, ich mache es mal ein bisschen schmaler, wo die letzten Tiefs hier gelegen haben, ja, nämlich hier. Ja, das ist genau hier dieser Bereich, dieser Tiefs. Da haben wir gedreht, sehen auch recht viel Dynamik. Wir sind also in der Septemberkerze, wenn wir uns das angucken. Das ist ein Outside-Bar. Wir sind erst nach unten weggebrochen unter die Augustkerze und sind dann deutlich über das Hoch der Augustkerze nach oben ausgebrochen. Wenn man sich jetzt mal ein bisschen mit diesen Kerzenformationen beschäftigt, dann weiß man, dass so Outside-Bars eigentlich gerne genommen werden, um Kursziele zu bestimmen. Ja, das könnte jetzt in beide Richtungen sein. Wenn wir nach oben ausbrechen, dann wäre das nächste Kursziel hier oben so bei 97,50. Falls wir tatsächlich nochmal nach unten brechen, wäre das Kursziel dann hier so im Bereich 89 Punkte. Ja. Und das würde auch ganz gut hinhauen, weil wir haben hier nochmal einen Outside-Bar. Da sind wir nach unten ausgebrochen, und da sollte man eigentlich auch damit rechnen, dass wir wenigstens hier unten diesen unteren Bereich bei 88 antesten. Ja. Ich habe diesen Outside-Bar nicht so wirklich beachtet, weil der meiner Meinung nach tatsächlich künstlich generiert ist. Ich hatte das im Devisendienst bei Finanzen 100 auch mit dem Mike Seidel mal relativ genau erklärt, wo das herkommt. Ja, Stichwort Swap Lines der Fed, die hier aufgemacht worden sind. Da ist also der Markt tatsächlich dann mit Dollar geflutet worden, und dann ging auch der Dollar-Demand wieder runter. Aber hier hat sich jetzt sowas wie so eine kleine Bodenbildung etabliert. Ja, hier sieht man es schön auf dem Wochenchart. Ja, das ist hier eine Bodenbildung, die über 1, 2, 3, 4, 5, 6 Wochen im Prinzip geht. So. Hier ist diese Bodenbildung. Ja, und dann sind wir auch über diese letzte Abwärtstrendlinie hier. Ich mache es nochmal ein bisschen schöner. Über diese Abwärtstrendlinie in der letzten Woche sehr dynamisch nach oben ausgebrochen. Das war im Übrigen auch die Bewegung, ja, dieser Spike hier im US-Dollar. Das war auch die Bewegung, die endgültig Gold dann nach unten gebracht hat. Ja, und das Level, an dem wir uns jetzt befinden, ist ein klares Widerstandslevel. Ja, das ist nämlich hier das untere Ende von dieser Spike-Bewegung, die wir erst hier nach unten und dann nach oben gesehen haben. Das ist also dieser Bereich. Und von daher ist es durchaus möglich, dass wir uns jetzt hier nochmal von da aus ein bisschen nach unten wegbewegen. Wenn wir uns die Commitments of Traders-Daten allerdings anschauen, ja, dann sehen wir, dass wir hier relativ lange schon in einem Extrembereich sind. Sowohl über 3 Jahre natürlich als dann auch über ein halbes Jahr. Und jetzt sind wir eigentlich in einer Situation, die wir gerne sehen, nämlich extreme Positionierung der Commercials im Hedging-Bereich, eine Bodenbildung, die damit zusammenläuft. Das Einzige, was mich so ein bisschen irritiert und was mir auch nicht so gut gefällt, ist, dass wir nach diesem Ausbruch, den wir hier gesehen haben, nach dieser ersten Dynamik, die sich hier nach oben wegbewegt hat, jetzt am Freitag mit den Commitments of Traders-Daten nicht gesehen haben, dass sich das Ganze hier abbaut. Und wir in die Short-Richtung gehen, ja? Oder im Prinzip sukzessive Long-Positionen abgebaut werden. Ja? Das sehen wir hier nicht. Sondern wir sehen hier, ne, wir sind in der Woche davor nochmal leicht gestiegen und jetzt in der letzten Woche mehr oder weniger gleich geblieben. Es ist also nicht zu sehen, dass wir in dieser Spike-Bewegung hier Positionen abgebaut haben. Ja? Dafür muss man jetzt natürlich auf den Tageschart gucken. Wann sind denn diese Bewegungen gekommen? Ja, und da sehen wir, okay, ja, wir hatten hier den Freitag, den Donnerstag, den Mittwoch, den Dienstag, den Montag. Wir haben also die erste große Bewegung am Montag und haben die Fortsetzung mit dem Durchbruch durch diese alten Hochs hier am Dienstag. Und jetzt kriegen wir ja in den Commitments of Traders Daten alles mitgeteilt, was von Dienstag auf Mittwoch gehalten wird. Das heißt, der erste große Move, der war hier im Dollar-Index drin.
Wir sehen aber keinerlei Umschichtung auf Seiten der Commercials von Dienstag auf Mittwoch. Ja? Wir haben hier nicht wirklich die Situation, dass, ich vergrößere es mal, ja? Wir haben hier nicht wirklich die Situation, dass hier viel abgebaut worden ist. Na, wir waren in der Woche davor, können wir ganz genau gucken hier, waren wir bei den Commercials netto bei 8.570 Kontrakten netto long, 8.570 und sind jetzt bei 8.280. Also es hat sich nicht wirklich viel getan. Ja. Und das ist mir eigentlich zu wenig. Das, was hier an Bewegung gelaufen ist, ist mir eigentlich zu wenig für diese große Bewegung. Und das lässt mich so ein bisschen ja, erahnen, dass wir vielleicht tatsächlich diesen Bereich hier noch anlaufen, dass wir hier noch mal reingehen in diesen Widerstandsbereich, wo das Ausbruchslevel ja hier auch noch nicht getestet worden ist. Ich zeichne das mal kurz ein, was hier an Charttechnik, an Chartformationen im Prinzip gelaufen ist. Ja, wir haben hier eine große Initialbewegung, haben dann hier so ein kleines, ja, wie so ein Wimpel, ne, mit dem klaren Ausbruch nach unten, haben dann hier ein Retracement, also das ist dann eine Bear Flag hier. Ja, im Prinzip ist das Ganze eine Bear Flag, die so gelaufen ist. Hier ist der Fahnenmast, hier ist die Bear Flag. Und mit dieser Bear Flag, hier, mit diesem Hoch der Bear Flag, haben wir im Prinzip dieses letzte Tief getestet. Ja, das ist also eine Trendbewegung, die gelaufen ist. Vom Hoch zum Tief, neues Hoch. Neues Tief und das neue Hoch hat das alte Tief getestet. Und dann sind wir hier aus der Flag ausgebrochen und haben eben keinen Rücksetzer gesehen an das Ausbruchslevel. Ja, also diese Bewegung hier ist ohne Rücksetzer direkt dynamisch gelaufen. Und oft ist es dann so, wenn wir so eine initiale Bewegung hier sehen, die dynamisch ist, ohne Rücksetzer läuft, dass wir dann auf der anderen Seite hier auch eine starke Bewegung in die Gegenrichtung sehen, die dann an diesem Widerstandslevel wieder abverkauft wird. Und dann sollte sich das Ganze weiter nach unten entwickeln. Das wäre so der grobe Fahrplan. Ja? Also zum einen sind die COT-Daten noch long, zum anderen sehen wir hier sehr schön saisonal, ja, bis Mitte November hier ganz klar mit dem Vorteil auf der Long-Seite. Jetzt im Moment könnten wir diese kleine Korrektur hier spielen. Ja, das sehen wir hier. Hatte ich ja auch im Seminar jetzt am Wochenende häufiger angesprochen, ja, dieses Setup, initiale Bewegung, also eine Momentumkerze, zwei Kerzen Pause und dann den Follow-through. Das könnte durchaus sein, dass sich das Ganze jetzt hier im Wochenchart so umsetzt. Initiale Wochenkerze, 2 Wochen Pause, bisschen Seitwärtsmarkt vielleicht und dann den Follow-through nach oben. Wäre im Moment das, was logisch wäre von der Ausrichtung der Commitments of Traders, von den Saisonalitäten, von der Chartformation, so wie sie hier entsteht. Wir haben bisher wirklich nur dieses kleine Zwischentief jetzt hier getestet, dass wir da ein bisschen Widerstand kriegen und dann nochmal nach oben durchgehen. Das wäre der grobe Fahrplan, den ich zumindest jetzt in der aktuellen Situation für den US-Dollar erwarten würde. Das heißt nicht, dass ich das nicht in 5, 6 Tagen komplett drehen kann, wenn die Bewegung mir eben nicht recht gibt oder das Ganze schon früher kommt. Da muss man eben als Händler einfach ein bisschen flexibel bleiben. Ja. Aber das ist im Prinzip das, was ich hier im Moment so an den Märkten sehe, was ich auch ganz interessant finde. Ich glaube, ich habe jetzt auch die Märkte, die für euch interessant waren, hier alle gezeigt. Wir haben jetzt 18 Uhr, wir sind auch am Ende im Prinzip. Mehr habe ich hier auch erstmal gar nicht zu sagen. Ich danke euch dafür, dass ihr so zahlreich dabei wart. Nach der langen Pause, die wir ja auch hatten, ja, erst urlaubsbedingt und dann jetzt auch noch mal seminarbedingt. Aber von jetzt an ist wieder alles normal. Und ja, das heißt, wir sehen uns in 2 Wochen Montag hier wieder zum Webinar und sehen uns auch am Samstag hier zum Webinar. Bis dahin euch erstmal alles Gute. Ach so, ganz kurz noch, morgen ist noch ein Sonderwebinar, COT-Daten in Edelmetallen. Ja, also quasi aus dieser dreiteiligen COT-Serie, die mit dem Lang- und Schwarz-Exchange und nicht mehr mit dem Lang- und Schwarz, doch mit dem Lang- und Schwarz-Exchange und mit dem Traders Magazine läuft. Ja, da ist morgen der letzte Teil und in diesem letzten Teil geht es um den ja, quasi um den Sonderreport Edelmetalle. Ja, wir schauen uns also dann mal ein bisschen an, wie sieht die Situation aus im Gold, wie sieht die Situation aus im Silber,
Wie sieht das Ganze im Platin aus? Die letzten Bewegungen, die da gelaufen sind, was war davon handelbar, was vielleicht eher nicht? Was konnte man vorher erkennen und was erwarten wir so ein bisschen für die kommenden Wochen? Da werfen wir ganz genau einen Blick drauf. Wer bei mir im Newsletter ist, im kostenlosen, der kriegt gleich noch eine E-Mail dazu mit dem Anmeldelink. Wer den Newsletter noch nicht hat, der kann den gerne abonnieren. Da kommen dann auch alle, da kommt jede Woche im Prinzip eine Marktanalyse für den S&P 500, für den Dollarindex, für Öl, für Gold und auch immer so ein paar Handelssetups, die für die Woche gerade interessant sind. Den schicke ich normalerweise samstags raus. Ja, das zeige ich mal kurz, wo ihr das abonnieren könnt, und zwar unter Traden Lernen. Trading Newsletter ist hier ein Punkt. Und wenn ihr da drauf geht auf der Seite daytradingcoach.de, dann braucht ihr hier nur eure E-Mail-Adresse eintragen, den Datenschutzhinweis akzeptieren. Den findet ihr unten hier in der Datenschutzerklärung. Und dann seid ihr auch schon automatisch auf der Liste und bekommt die Newsletter. Und wenn ihr das jetzt noch direkt macht, dann kriegt ihr auch gleich noch den Link zum Webinar morgen um 18 Uhr, Spezialthema Edelmetalle mit COT-Daten und Saisonalitäten. Ja. Alles klar, das war es hier für heute von meiner Seite. Ich wünsche euch einen erfolgreichen Abend. Erholt euch gut. Morgen ist wieder Gas am Markt und dann schauen wir mal, was in der nächsten Zeit noch so alles geht. Bis dahin, macht's gut, bye bye und gute Trades.